Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem Leben? Die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in Harmonie. Das vermittelt uns Herzenswärme, Begeisterung, aber auch Leichtigkeit. Trotzdem vermitteln etwas anderes und es kommt nicht von der Essenz von Sonne, auch nicht von Essenz von Mond, sondern die Einflüsse von anderen Sternen. Sonne bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Korrekt gesagt ist es die Scheinbewegung. Die Sonne hat einen Einfluss von Zaniach. Dieser Stern Zaniach vermittelt uns etwas in Ordnung bringen. Hier brauchen wir Klarheit oder kommt etwas ins Licht. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze, hat eine zunehmende Mondphase und Mond bekommt auch Einfluss von außen und das sind Sternenhaufen oder könnte man sagen Nebel und das ist Achelous und Akumen, die beiden Nebel, was gerade einen Einfluss auf unsere Mondenergie hat. Zwischen dieser Achelous und Akumen steht die Zentrum unserer Galaxie. Und hier ist wichtig die Orientierung. Wir lernen auch etwas dabei. Und es vermittelt die Tierkreiszeichen Schütze. Aber diese Orientierung ist nicht einfach, weil das ist wie benebelt. So fühlt sich das gerade an. Und wenn die beiden Lichter in Verbindung steht mit diesem Einflüsse von Sternen, dann kann ich sagen, es ist zwar die Harmonie, aber die eine Energie möchte etwas ins Licht zu bringen, braucht Klarheit, Orientierung und Ordnung. Die andere Energie, was vom Mond vermittelt wird, besagt auch, hier ist wichtig, Ziele setzen, orientieren, dann das nicht aufgeben, auch wenn die Umstände so sind, dass etwas undurchschaubar ist, wie benebelt ist die Situation. Dieser Einfluss wirkt auf uns alle, aber spürbar ist es in erster Linie bei Schützengeborenen und bei Wagengeborenen. Aber diesen Eindruck haben auch die Wiedergeborenen. Und schauen wir die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Schützengeborenen haben Sehnsüchte, Wünsche und Träume. Die Schützengeborenen haben hier eine wichtige Aufgabe, das zu bewältigen, daran glauben, nicht aufgeben, also in diesem Ziel bleiben oder auf ihren Meinung vertreten. Die Einflüsse von außen, und es kann ein Gespräch sein oder eine Nachricht sein, bringt die Schützengeborenen aus dem Gleichgewicht. Das heißt, die Schützengeborenen brauchen einerseits die Sicherheit, Stabilität, andererseits fühlen sie sich unsicher. Und das ist von den Einflüssen von außen. Und das bedeutet eine gewisse Unbeweglichkeit, weil die Schützengeborenen fangen an, daran zu zweifeln oder haben Angst. Die Lernaufgabe ist nicht aufgeben, daran vertrauen und sie stehen auch für einen Neuanfang, sie stehen auch vor Veränderungen, aber etwas bremst noch. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist Kraft und Mut und Bewegung und das wird in den kommenden Tagen noch spürbar. Viele Steinbockgeborenen fangen einen neuen Sport an oder
haben ein neues Auto, andere kümmern um die wohnliche Situation und da verändert sich etwas und setzen sie sich ihren Kraft zu Hause ein, eine Renovierung oder vielleicht ein Umzug. Eine kleine Reise hat einen Vorteil bei den Steinbockgeborenen. Die tierkreiszeichnenden Wassermanngeborenen sind von etwas begeistert und sie bekommen neue Ideen und auch Ziele, Möglichkeiten, haben Ziele, aber auch Möglichkeiten. Die Einflüsse von außen nicht so heftig wie bei Schützengeborenen, trotzdem die Gespräche, die Nachrichten, die Einflüsse von außen verunsichert ein bisschen die Wassermanngeborenen. Es ist nicht diese Unbeweglichkeit und nicht diese Sperre, wie das bei Schützengeborenen der Fall ist, aber eine gewisse Unklarheit, Unsicherheit oder Zweifel entsteht dann auch bei den Wassermanngeborenen. Die Wassermanngeborenen verspüren das Gefühl nach Sicherheit, Stabilität und die nächste Zeit werden sie um die häuslichen kümmern, entweder verschönern etwas oder renovieren etwas oder bei einer oder anderen Wassermanngeborenen ist sogar ein Umzug möglich. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen verspüren eine gewisse Nervosität und Unruhe. Ein bisschen Geduld noch, in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Die Fischengeborenen sollen auf anderen zugehen, die Gespräche, die Kontakt suchen und auch in der Liebepartnerschaft ist auch wichtig, etwas unternehmen oder über Gefühle sprechen, Gefühle zeigen, also nicht nur warten, sondern auch aktiv sein. Was die Fischengeborenen ausgleichen sollen, das ist die Alltagsbewältigung, die Arbeit und Pflicht, aber auch die Lebensfreude darf auch nicht zum Kurz kommen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen bringen etwas in Ordnung und hier kommt auch klare Entscheidungen, Sicherheit, Stabilität, Veränderungen, aber sie sollen noch zurückblicken in Vergangenheit oder haben Kontakte von Vergangenheit, was die diese Veränderungen beeinflussen kann. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist alles in Ordnung, sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Dann ist Liebe, Partnerschaft ist auch eine gute Zeit für die Stiergeborenen. Sie können gerade auch ihre Finanzen in Ordnung bringen. Trotzdem fühlen sie sich, die Stiergeborenen, ein gewisser Maße unsicher, obwohl es ist alles in Ordnung. Sie haben gerade einen guten Einfluss von außen, kommt auch die Stabilität oder kommt auch Ordnung und Klarheit. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist einem inneren Gleichgewicht wichtig. Sie sollen auf ihren Gefühlen achten und die Ruhe bewahren. Sehr, sehr wichtig, sonst verlieren die Zwillingsgeborenen die inneren Gleichgewicht und verspüren dann Unruhe und Nervosität. Es ist eine gewisse Unbeweglichkeit da. Ein bisschen Geduld noch, dann kommt auch etwas in Bewegung. Eine unangenehme Nachricht kann die Zwillingsgeborenen eintreffen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist alles gut. Es ist ein beruflicher Aufstieg. Berufliche Möglichkeiten haben die Krebsgeborenen und die kommenden Tagen wird etwas klar und deutlich. Da sollen aber auch auf den inneren Ruhe achten und das inneren Gleichgewicht. Das werden die Krebsgeborenen in den kommenden Tagen deutlicher spüren. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, Liebe, Partnerschaft, auch Freizeit, Freundschaften, Bekanntschaften und die nächste Zeit kommt aber die berufliche Steigerung oder die Löwengeborenen werden in die nächste Zeit neue Chancen, neue Möglichkeiten bekommen im beruflichen Umfeld und das wird die Löwengeborenen begeistern, also Begeisterung, Chancen, Möglichkeiten, unerwartete Ereignisse und ein Aufstieg beruflich. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Hindernisse und das löst auch eine Nachricht oder ein Gespräch. Das ist unangenehm.
Die Jungfrau-Geborenen neigen auch dazu, die Ruhe zu verlieren und auch fangen an zum Zweifeln an etwas oder bekommen vielleicht Angst. Und es ist wichtig, ein bisschen geduldig sein in die kommenden Tagen, beruhigt sich das alles und auch ihre eigene Meinung vertreten. Also es geht um Gesprächen auch und hier sollen die Jungfrau-Geborenen sich beweisen. Hier brauchen viel Kraft und Mut auch, das zum Sagen, was sie sagen wollen, sonst entstehen da Missverständnisse. Ein Streit ist möglich, sonst beruhigt sich das alles und liebe Partnerschaft kommt auch alles in Ordnung. Also es ist Aufstieg, es ist alles in Ordnung. Das Einzige, was hindert gerade die Jungfrau-Geborenen oder bringt aus der Ruhe ein unangenehmes Gespräch oder eine unangenehme Nachricht. Die Tierkreiszeichen Wagen-Geborenen bekommen Klarheit, haben auch Glück, auch Begeisterung und Bewegung. Unerwartete Ereignisse sind möglich oder Chancen, Möglichkeiten. Das sollen aber die Wagen-Geborenen auch mal sehen, erkennen und auch mutig sein, etwas zu verändern, etwas Neues zu beginnen. Die Tierkreiszeichen Skorpion-Geborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Das kommt auch in Form, das in den kommenden Tagen wird noch spürbar sein. Und sie haben jetzt die Zeit, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und da haben auch Glück gerade die Skorpion-Geborenen, weil es ist auch möglich, dass sie etwas gewinnen. Und diese kosmische Energie beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unserem Leben. Jede Tierkreiszeichen erlebt aber das anderes, wirkt anderes. Aber das ist immer noch sehr allgemein, was ich hier vermittle. Hier habe ich nicht die Möglichkeit, jede einzelne Horoskop jetzt untersuchen. Aber wenn jemand dieses Interesse hat, kann gerne mit mir kontaktieren. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Dann kann ich das maßgeschnitten berechnen, anfertigen, erklären, sogar auf die Stunde, wie verläuft ein Termin, wie verläuft ein bestimmter Tag. Und das sind die Zeitqualität. Und dann sehe ich auch von Horoskop aus, die Hindernisse. Es muss nicht sein, aber können Hindernisse auftreten. So erleben wir auch im Leben und dabei kann ich auch helfen, wie man diese Hindernisse bewältigt oder wie man eine Blockade auflösen kann, wo liegt die Ursache. Da habe ich auch meine eigene Methode dazu. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.